gelöschter Content, der es nicht in FNAF Security Breach reingeschafft hat. Zum Beispiel diesen ganzen Bereich hier mit diesen Getreidesilos oder was das ist. Den konnte man am Anfang mal kurzzeitig in einem Trailer sehen, aber ist nie ins fertige Game gekommen. Außerdem gibt es noch diesen riesigen Arcade-Bereich hier mit noch irgendwie einer Treppe, die nach unten geht und ganz vielen Arcade-Maschinen. Und diesen Restaurant- und Essensbereich hier in der Nähe vom Arcade-Bereich gab es auch nie. Außerdem war es sonst möglich, komplett Roxy Raceway von Bonnie's Bowl auszusehen. Das wurde vermutlich entfernt, weil man sonst halt die komplette Map laden musste. Außerdem war es geplant, einen kompletten Backstage-Bereich zu haben, der hinter der großen Showbühne ist. So hätte das Ganze hier ausgesehen, wäre ein extrem cooler Bereich gewesen, glaube ich, wo man noch einiges hätte machen können. Und das ist auch der Bereich, den man hier oben aus dieser Kontrollzentrale durch die Fenster sehen kann. Da wäre das eigentlich gewesen. Ist nie im fertigen Game. Warum? Keine Ahnung. Aber es ist sehr schade.